Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Two Point House Flipper wollte ich schon sagen. Nein, Two Point Hospital. Und zwar spielen wir das neue DLC. Oh, das finde ich gut. Wir spielen das neue DLC und zwar heißt das Kulturschock. Und so richtig vom Kulturschock habe ich noch nicht wirklich was mitbekommen, weil es hier eher darum geht. Wir sind in Hollywood. Guckt euch diesen Riesenhai an. Wir sind hier in Hollywood. Bisschen Aufgaben erledigen und so. Und ja, aber auch nur um Geld zu kriegen. Also sonst ist das hier das Allgemeine, aber sonst... Könnte sich eventuell ein Assistent beim Marketing einfinden. Dim, dim. Wo steckt denn unser Herr von uns zu Weltstar? Ist er schon wieder in seinem Scheißhaus? Gehst du mal wieder zurück an deine Arbeit? Was ist los mit dir? Der verzieht sich immer ganz gerne mal. Minus 10. Wir brauchen halt jetzt nur eine Diagnose, dass er eine Diagnose macht und was bist du denn für einer? Hat er gesehen? Der hat einen Bleistift im Kopf. Und Rambo haben wir auch noch da. Sehr schön, da lohnt sich das ja. Ja, kann er ja machen. Wenn der mal aus einem Kabuff kommt. Wäre das ganz anständig. Ein Arzt in die Psychiatrie, bitte. Ja, wir haben auch einen Psychiater, aber unser Psychiater ist gerade der Meinung, ich habe keinen Bock und ich bin viel lieber in meinem Häuschen drinne, als mich mal darauf zu konzentrieren, meine Arbeit zu machen. Weil er eine Pfeife ist. Im Strecksaal wird ein Arzt verlangt. Ich wollte eigentlich den hier. Mieser. Was, kann ich den hochheben? Er soll ja Patienten heilen. Die jährliche Prüfung steht bevor. Ich traue mich gar nicht zu gucken. Haben wir uns die letzte angeguckt? Ja, immerhin. Nee. Ich habe nur zwei solcher Dinger. Das wird nichts. Mein ganzes Ökosystem hier, was das Krankenhaus ist, ist auch erheblich misshandelt worden. Ja. Er soll eine Diagnose machen und er soll heilen. Ah, die hat er schon. Er kann ja doch etwas. Das habe ich ja schon wieder vergessen mit dem Hausmeister, ne? Da schwuckt die ganze Zeit ein Dings rum. Jetzt muss er nur noch jemanden eine Diagnose aussprechen. So, jetzt reicht's mir. So. Das geht ganz gut. Er hat keine Diagnose gemacht. Annehmen. Jetzt fehlt nur noch der Dude hier. Der ist ein geiler Hausmeister, nehme ich mit. Ich brauche auf jeden Fall wieder ein neues Räumchen.
Weil dann könnte ich die vielleicht irgendwie so hier zur Seite. Oder den hier wenigstens weg und noch eine Allgemeinmedizin bauen. Was soll denn das eigentlich? Ich kann auch da hinten eine Allgemeinmedizin bauen. Kopieren. Ein qualifizierter Hausmeister zur Geisterentsorgung, bitte. Ja, bitte. Machen Sie mal. Weiterbildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. Nee, das geht noch in Ordnung. Ich hätte ganz gerne noch mal so ein... Jetzt erstmal die. Weil ich brauche unbedingt mehr Leute, die Dings machen. Hat der Dude immer noch keine Diagnose gemacht? Diagnose Sicherheit, jetzt komm! Du schaffst es. Ich glaube ganz fest an dich. Nimmst du das noch? Was sagt eigentlich jetzt hier unser... Das kannst du schon mal wenigstens einmal verbessern, genauso wie die Spritzmeister. Das brauche ich nämlich auf jeden Fall. Hat es funktioniert? Nee. Und noch ein Arzt. Yes! Chirurgen. Ein Chirurg für mich. Entleuchtungsklinik. Wo bist du? Da. Vielleicht mache ich hier noch so und dann mache ich da die Tür hin. Dahin. Chuck. Du kannst auf jeden Fall einen Kaffee gebrauchen. Wo sind meine Feenlichter da? Hier ist so eine Tür. Ich dachte, die Tür kann ich eben nur auf dem Dings. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, Feuerlöscher. Dass es immer so heiß sein muss. Das muss ausreichen für den Anfang. Kommst du mal hin mit der Dings, mit der Diagnose? Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Das ist doch nicht dein Ernst. Es gibt so viele. Achtung, ein Erdbeben steht bevor. Nach Hause schicken, ja.
Lass ein Gerät in Brand sitzen. Ja, vergiss es. Was ist nur los mit denen? Der geht Pause machen. Die schicke ich nach Hause. Ich möchte nur sagen, dass es jetzt echt nur an diesem Dude liegt, ne? Weil er nichts kann. Geräte geraten im Band, wenn sie vom Instandpersonal vernachlässigt werden. Ich bin ja eher dagegen, ne? Habe ich gesagt, wo kann der Dude überall... Ach, bei dem kann ich das gar nicht einstellen. Das war ja, ne? Ja, das macht er ja alles. Der ist ja unser Allrounder. Das ist trotzdem in der Psychiatrie. Weitermachen. Heute beginnen wir mit einem neuen Format, in dem wir die Geschichte und die Wahrzeichen von Two Point County erforschen. Wir beginnen mit einer der berühmtesten Sehenswürdigkeiten, dem Kippelsteinkreis. Wie Sie vielleicht wissen, war Kippel ein Riese, der in grauer Vorzeit in dieser Region lebte. Über den Sinn der Steine selbst können wir nur Vermutungen anstellen. Ich persönlich glaube, dass es eine Krokettore waren. Eine Krokettore? Ich habe zu wenig Betten. Ich muss eigentlich das hier viel größer machen. Die zwei. Obwohl, die Frakturstation nicht unbedingt. Ein Arzt wird in der Entleuchtungsklinik benötigt. Jetzt geht das mit dem Geld bergab, weil ich das mit dem Dings nicht mache, oder was? Außerdem, wie soll ich das denn bitte schon machen? Soll ich jetzt alle meine Hausmeister entlassen und sagen, ihr dürft keine Instandhaltung mehr machen? Ist das möglich? Ein Arzt wird in der Forschungsabteilung benötigt. Gut, das habe ich auch nicht geschafft. Das ist aber dann ist halt so. Mir wird es jetzt schon leid tun wegen meinen schönen Sachen. Ja, der Crashtest ist schon kurz vom Tod gehen. Du gehst jetzt zu deinem beschissenen Dings oder was? Nee. Ich dachte schon jetzt. Kann ich nicht ein anderes Ding kriegen? Ein Hausmeister wird um die Reparatur der Forschungsstation gebeten. Oh. Die Ernährungsexperten von Cheesy Gubbins wählen nur die feinsten Gubbins und bestäuben sie mit unserem hauseigenen, streng geheimen Käserezept. So in der Hoffnung, dass er... perfekten Cheesy Gubbins geschaffen. Ich dachte dafür, dass er da jetzt vielleicht eine Diagnose reinmache. Gar nicht so viel, ne?
Na, wann geht's denn hier kaputt? Reicht das nicht schon als Feuer? Ich finde das ein bisschen langweilig, bin ich ganz ehrlich. Hier noch so. So, das ist gar nicht so, das ist hier die Dings. Crashtest ist defekt. Hausmeister benötigt. So, dann sind hier nämlich 6 drin. Klassische Konzerte besuchen. Werden Sie die heutige Ausgabe von Sir Nigels maßgebliches Musterbuch für meisterhafte Musik zu schätzen wissen. Machen wir nämlich hier noch so ein bisschen Feen glatt mal. So. Sitzen Sie gefälligst nicht vor mir, wenn Sie einen großen Kopf haben. Und wenn Sie schon husten müssen, sollten Sie an einer Lungenentzündung im Endstadium leiden oder Sie werden mich kennenlernen. Das gilt übrigens auch für Theaterstücke. Alter. Komm klar auf dein Leben. Ist ja richtig fies drauf. So, jetzt kümmern wir vielleicht noch eine Krankenschwester. Personal, Krankenpfleger. Ich habe hier 2, die da nicht rein dürfen. Der eine wird dann jetzt halt weitergemacht und auf der Krankenstation dürfen dann Statistik 2 arbeiten. Hat es denn jetzt schon gebrannt? Nee. 22! Wie sind die denn zustande gekommen? Ja, das um die Clowns kümmere ich mich gleich. Wow. Ist ja richtig was abgegangen hier. So, das ist kurz vom Brennen, das ist sehr gut. Das Clownzimmer. Oh, mir geht schon wieder das Geld aus. Und warum? Weil die unbedingt ja so ein Clownzimmer. Weil die ja mir nichts bezahlen, solange ich hier jetzt nicht dies habe.
Wollen die wirklich, dass das bei mir die Hütte brennt, ey? Wenn ich das Ganze denn wieder bezahlen muss, daran denkt keiner. Stuhl. Habe ich was verpasst? Was könnte man denn noch machen hier? Da weiß ich, da brauche ich einen Krankenpfleger. Der ist zwar irgendwo cool, aber nee. Wir nähern uns der jährlichen Preisverleihung. Mein Geld geht alle. Ja, da habe ich 20.000 dazu gekriegt, das ist sehr schön. Das lehnen wir mal ab. Wo ist denn eigentlich unser Superstar schon wieder hin? Der ist schon wieder in seinem Ding, ne? Wo ist denn der? Superstar! Du bist in der Allgemeinmedizin, okay. Weißt du was, sie tauschen euch mal ganz kurz aus. Und dann machst du hier weiter. In der Hoffnung, dass du denn da endlich mal eine Diagnose rockst. So, guck mal weg. Du bist mir so kurz vom Sterben. Das mache ich nicht mit. Eine Hoffnung, dass du es schaffst, da eine knackte Dings rauszukriegen. Kannst du jetzt mal anfangen zu brennen? Krankenpfleger zur Zirkustherapie, bitte. Irgendeiner. Das gefällt mich gar nicht hier. Okay. Auf los geht's los. Jetzt wird es gleich richtig hart. Gab es jetzt nicht noch ein Erdbeben oder sowas? Wegen seismischer Aktivitäten das Ding explodiert, glaube ich, gleich. Ein Arzt zur Entleuchtungsklinik, bitte. Ach nee. Es brennt. Es sollte nicht brennen. Mistsack. Weiterbildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. Ich hoffe, dass es das wert war. Geschichte von Two Point County mit dem ältesten Bauernhof des Countys fort. Der Bockmistelhof. Der Hof ist nach Eduard Bockmistel benannt und nicht etwa, wie viele glauben, nach den Exkrementen seines Viehbestandes. Er war in seiner Profession derart begabt, dass man über ihn sagte, Dung und nicht Blut fließe durch seine Adern. Ich hoffe zutiefst, dass das nur bildlich gemeint war. Weißt du was? So, du kommst eh weg. Wo war der, der nochmal richtig schön weit vorne war? Alter, wenn da jetzt keine Diagnose rauskommt, ne? Dann weine ich aber. Bleib immer bei dem Einhängen, der eh schon kurz vorm Abkacken ist. Wo ist Rinder mit dir? Achso, da ist noch einer drin. Komm schon. Noch 13 Monate. Ach, das krieg ich hin. Gott sei Dank. Jetzt geht's endlich mal um Heilung. Wir sind ein verdammtes Krankenhaus, ey. Ein Arzt wird im
ich gehe jede Wette mit euch ein. Irgendwann kommt diese Benachrichtigung. Hey, ja, schaffe 20 Tage oder 90 Tage ohne Todeswahl. Ja, das kann ja was werden. Glückwunsch. Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit einem Stern bewertet. Sie haben sich also entschlossen, ihr Glück im Showgeschäft zu versuchen. Nun, dies ist ein recht bewährter Pfad für jene, die im Gesundheitswesen erfolgreich waren, aber ich muss sie warnen. Das wird übel enden. Ich bin weiterhin zuversichtlich, dass das Fernsehen nicht als eine vorübergehende, wenn auch äußerst langlebige Modeerscheinung ist. Schweren Sie weiter in fiktiven Welten, um weitere Belohnungen zu verdienen, oder kehren Sie in die Realität zurück, um Ihre Arbeit fortzusetzen? Natürlich machen wir fortfahren hier. Sehr schön. Na gut, das geht aber von alleine. Der Ruf muss halt noch. Was wollte ich jetzt? Und was wollte ich machen? Ich weiß aber nicht was. Habe ich jetzt diesen Diagnose, also dieses Marketing-Fuzzi-Ding einfach jetzt so gebaut, weil Sie hören Nigel Bickleworth auf Radio Two Point. Ich habe das letzte literarische Machwerk dieses obskuren Poeten Tobias Trauerkloß in meinen Händen. Er besaß die Frechheit, es mir für Bickleworths Bewertungen ungefragt zuzuschicken. Nun denn, Herr Trauerkloß, Sie sollten nicht zu lange warten und schleunigst damit starten, unser County von diesem unsäglichen Stück Literatur zu befreien. Reimen ist kein Recht. Es ist ein Privileg. Wie viel brauche ich eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mit, Chirurgie 9. So, weil die mir jetzt hier ein bisschen auf den Keks gehen, nehme ich dich mit und baue hier eine Chirurgie rein. Ich sag dir aber gleich, du darfst nur eine Chirurgie arbeiten, mein Freund. Von den Ärzten. Nehmen wir den ersten. Nehmen wir Carlton. Darf auch nur in der Chirurgie arbeiten. Der andere wird dann immer so ein Aushilfding. Wenn ich jetzt die Chirurgie finde. So, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Das macht die Chirurgie auch besser, ne? Ja. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und ein Bild einfach nur was für das Ambiente. Und jetzt noch 2 Stühle. Dann hoffe ich mal, dass sie aufhören, mich hier zu belöffeln und sagen, hier, wir brauchen... Wir brauchen ganz dringend. Die brauchen hier was mal zur Unterhaltung. Filter, Unterhaltung. Schuppi Griechenon. Naja, das. Nee. Monozirkus. So riesig, ne? Trotzdem. Und dann sowas. So, das lassen wir erstmal. Schauen wir erstmal, dass wir das hier hinkriegen.
ist hier das Problem? Dürfen auch maximal 2 rein. Bäm! Und haben wir auch schon den, den ich will. So, das heißt, ich habe dann Krankenpflege. 1, 2. Oder ist denn nur eine Chirurgie? 4 Krankenpfleger, die sich jetzt so ein bisschen aussuchen können, wo sie arbeiten. Trotzdem hier noch haben. Dann sind die nämlich auch hier gleich in der Nähe. Ne? Und da mache ich mir irgendwas anderes hin. Was wollte ich dich? Ich habe keine Ahnung. Ich muss, da muss was anderes hin. Ich brauche noch irgendwas anderes für die Diagnose. Wir könnten hier Dings hinstellen. Was du? Job. Und Chirurgie darfst du nicht. Alles andere kannst du machen. Dann machen wir hier nämlich eine Flüssigkeitsanalyse hin. Das kommt bestimmt gut an. Wird wahrscheinlich wieder am Anfang erstmal wieder alle sprengen und alle wollen wieder in die Flüssigkeitsanalyse rennen und sagen, hier. Mach, du. Und die arme Frau kommt ja nicht hinterher. Oh, jetzt habe ich schon wieder Überlänge. Ich sehe das schon. Moment, dann machen wir das jetzt gleich. Ich weiß, ich habe hier nirgends so kaum Hunde aufgestellt. Nur vorne, ne? Bringen die denn überhaupt Geld oder ist das wirklich nur so reine Deko? Das würde mich mal interessieren, ob das wirklich, ob die wirklich so Geld bringen. Oder ob die sagen, nö, Deko. Kriegst davon nix. Wo ist denn jetzt der verdammte Hund? Dekoration? Unterhaltung? Ist das Unterhaltung? Ich könnte schwören, dass ich den Hund gesehen habe. Was könnte es denn noch sein? Ich glaube, das war so ein Retro-Ding, genau. Spendenhund. Hier ist überhaupt keine Dings. Leute, spendet mal ein bisschen. Wir haben hier keinen. Wir brauchen Money.
Notfallstruktur. Patienten treffen jetzt auf der Frakturstation ein. Okay, gut. Dann belassen wir es erstmal hier dabei. Da ist ja eh noch ein Dings. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.